Hallo, ich bin Kip. Wir spielen wieder Psychonauts. Willkommen bei Teil 2 bei den Psychonauts und wir gehen sofort ins Ferienlager für Psychonauten. Viel Spaß! So, und da sind wir und jetzt gucken wir mal. Gucken wir uns erst ein bisschen im Camp um. Ja. Ui. Mal hier irgendwas. Nee. Oh, wir haben dieselben Mega Fähigkeiten. Wir brauchen deine Nachhilfe in Mathe. Verstanden. Du zählst und dann verstecke ich mich in dem Busch da. Ah, ja. Das erinnert mich an eine Geschichte. Es geht dabei ums Zählen. Hallo? Wann ist das wirklich gut? Und was soll das jetzt? Sollen wir die jetzt finden? Oder gibt es da was einzusammeln? Nö. Jetzt ansprechen. Hallo? Hallo? Schon Glück gehabt bei der Suche? Nein, noch nicht. Sollen wir die jetzt finden? Na, suchen wir mal. Vielleicht. Ich habe das Gefühl, dass mit dem Brunnen hier auch irgendwas ist. Da geht nämlich eine Leiter runter. Öffnet sich vielleicht noch, wenn irgendwas freigeschaltet ist. Ah, die haben sich bestimmt in der geistigen Welt. Ah! Mit einem Nussknacker wärst du vermutlich schneller. Heute, wenn da die ganzen Feinden drin sind, werde ich alles sehen. Wie willst du denn die Nuss mit Samen füllen? Quatsch, Kumpel, die Mädchenhütte. Ich habe da einen Insider. Ich verstehe. Du setzt Hellsehen ein. Du hast dir eine Nuss von einem Eichhörnchen geschnappt und jetzt nutzt du deine hellseherischen Fähigkeiten, um zu sehen, was das Eichhörnchen sieht. Könntest du das mit der Nuss auch irgendwie anders ausdrücken? Kannst du mir zeigen, wie das geht? Hey, ich habe ein bisschen aufgepasst, aber so viel auch wieder nicht. Du brauchst einen Experten im Hellsehen, aber ich bin bloß ein Damenexperte. Ja, die mit dem hochgezogenen, wie nennt man das? Rollkragenpullis, die sind immer so, aber der guckt hier rein und hier ist doch gar nichts. Können wir da hochspringen? Nee. Okay. Nee, hier kommen wir nicht weiter. So, ich glaube da. Oh, dann. Hä? Was war's? cool. Haben die sich da versteckt? Seid ihr zwei, muss ich. Die Leine. Aber ich muss zu Sascha Mainz Geheimlabor. Vielleicht hättest du vorher dran denken sollen. Ich habe vorher dran gedacht. Darum bin ich ja hier. Genau. Jetzt musst du Zoll zahlen. Eine Zeilspitze. Bezahlen. Ich habe dieses Ding gefunden. Sucht ihr etwa so etwas? Das ist eine Zeitspitze. Wie kommen die hierher? Tante, kann der Neue wirklich so blöd sein? Das Lager wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut und... Hey, toll! Die Indianer haben hier ihre Toten begraben? Nein, natürlich nicht.
Sie haben ihre Pfeilspitzen hier begraben. Sie sind den Boden vergraben, aber manchmal steigt ein bisschen Gas auf. Genau wie Coach Oleander. Wenn du also eine siehst, sieh sie einfach aus dem Boden. Wie Trüffel. Auf jeden Fall will ich eine haben. Das wissen wir doch schon. Lass mal das. Okay. Dann geht's hier mal weiter. Hey, du da, komm her! Ohne Liste keine Schnitzeljagd! Melde dich wieder, wenn du genug Zeug für deine erste Beförderung hast. Jetzt zisch ab! Finde 8 Gegenstände und du steigst um 4 Stufen auf. Finde die restlichen 8 Gegenstände und steigst um 4. Ah, okay. Was müssen wir alles finden? Die goldene Eichel, Saurierknochen, Taucherhelm, Adlerklaue, Kondorei, Fossil, Glasauge, Gold, Golddublone, Fruchtbarkeitsidol, Bergmannschädel, Kirschholzpfeife, Piratenfernrohr, Psychonauten, Comicheft 1, oh cool, Putensandwich, eine Voodoo-Puppe und eine goldene Uhr. Okay. Wo bekomme ich? Hey, wo ist der hin? Ja, das wollte ich gerade fragen. Wo komme ich das her? Wie schafft es der alte Knacker so schnell zu verschwinden? Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Kannst mich eben mauern. Das sind aber... Guck euch das mal an. Das sind riesige Tische. Oder sind wir so klein? Ah, da ist was. Aber wie kann man die rausziehen? Vielleicht. Sieh es, wenn Gas rauskommt, aber... Ah! Dann hätten wir das vorhin auch schon mal so machen können. Da lang. Ah, das ist das alte Camp. Ah, juhu! Und das? Aha. Zack, zang. Katsching. Ist das ein Parkplatz? Uff! Wo ist man jetzt? Aha. Und kein anständiges Ferienlager ohne Lagerfeuerstelle. Das ist auch gut. Da geht eine Treppe, aber die führt nirgendwo hin. Zentrale Lagergelände. Hä? Das wird vielleicht später noch relevant. Ah, da oben ist ein Schild. Okay. Wird vielleicht später noch relevant. Jetzt gehen wir mal dahin. Da gibt es auch was einzusammeln. Na. Bisschen Mülleimer kaputt machen. Aha. Wie komme ich da ran? Ah!
have an idea. Hui. Nee. Okay. Ich komme nicht dran. Komisch. Vielleicht kriegt man das irgendwie, wenn man von... Hä? Wie soll das gehen? Vergesst nicht, die Unterlagen für die Schnitzeljagd auszufüllen. Es gibt wirklich tolle Preise für den Sieger. Kann man nicht hochklettern? Kann man da irgendwie? Okay. Naja, gehen wir erstmal da weiter. Da oben liegt ja auch was. Wie kommt man da hoch? Oder muss da erst was freigeschaltet werden? Ah, kann ich es vielleicht umhauen? Nee. No way. Okay. Was ist da? Kann man in das Auto irgendwie rein? Ja, ich gehe ja schon, bevor die Polizei kommt. Das Letzte, was ich möchte, ist, von hier passieren zu viele wichtige Dinge. Ah, okay, das ist der Ausgang. Aber da komme ich nicht. Da komme ich nicht dran. Wie soll ich da dran kommen? Weiter. Ist jetzt der Mülleimer wieder respawned oder ist das ein anderer? Ist da oben noch was? Okay. Ui. Oi! Wo geht's denn da hin? Aha! Aber wie komme ich dann an die anderen ran? Da ist nämlich A-Plattform, wie kommt man da dran? Da kann man auch nicht hochklettern. Ah, da ist ein... Ah, da geht's. Da kann man überklettern. Tolle Durchsage. Oh, Höhenangst. Höhenangst. Aha. Fängt das Ganze an, wohl interessant zu werden hier. Hui. Du hast gerade eine Psi-Aufstiegsmarkierung gefunden. Jedes Mal, wenn du eine solche Markierung findest, steigt deine Stufe als Psi-Kadett. Dadurch kannst du zusätzliche Psi-Kräfte erhalten. Stufenaufstieg. Jawohl. Wo geht's jetzt weiter? Ich glaube da. Ich muss dahin. Kann ich mich da einfach fallen lassen? Oder falle ich da dann das ganze Ding runter? Okay, ich falle das ganze Ding runter. Hallo Mädels. Wo muss ich denn da? Ah, ich muss da vielleicht. Aber erstmal das hier einsammeln.
Ah! Mann! Na, mach. Ach komm. Bums. Haben wir da vielleicht nicht mehr wie 5 einsammeln oder so? Na, egal. Da, Mann! Kannst du da einsammeln? Naja, egal. Ganz schön viele Lautsprecher hier, ne? Gute Nachricht, du hast genügend Psi-Karten, um eine neue Psi-Aufstiegsmarkierung zu basteln. Okay, kauf einfach einen Psi-Kern im Laden und verwende die spezielle Laborausrüstung von 4Crawler, um aus dem Kern und den Karten eine neue Aufstiegsmarkierung herzustellen. Mhm. Okay. Muss ich jetzt hin? Da ist noch eine Karte. Ja. Meine Güte. Jetzt gehen wir mal zu Denne hier noch. Schau mal, der König des Hindernisparcours. Hi. Wo sind eure Nasen? Oh, und wie lieb. So, in welche Richtung muss ich jetzt? Ich glaube, von da bin ich komme. Oh, man kann ins Wasser nur noch. Cool. Jetzt will ich aber doch nochmal versuchen. Zeug da einzusammeln, das muss doch irgendwie möglich sein. Nee, es geht nicht. Hä? Nee. Naja, gehen wir mal weiter. Die sind hier überall, aber wie kriege ich die raus da? Krieg's nicht hin. Komisch. So, ist noch was einzusammeln. GPK und Wildnis, okay. Ui, hier kann man Bogenschieße machen. Oder der geht ein bisschen gegen. Oder ein bisschen gegen. Ein bisschen Boxen üben. Ja. So, was ist denn da? Ah. Bootshütte und Strand. Ich muss da jetzt irgendwie an Camp Laszlo denken. Und dort, die Dinger sind überall hier. Aber wie kann man die einsammeln? Aha. Kletter, 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 kletter. Und nix. Also allein das ist schon cool, das Spiel zu spielen. Also mir gefällt jedenfalls sowas. Ui, wir sind am Wasser. Fische. Hallo, liebes Seemonster. Nee, ich habe keine Lust zu baden.
Ja? Nein. Nun ja gut. Meine Familie hat ein Problem mit Wasser. Aber das ist alles Blödsinn. Irgend so ein alter Zigeunerfluch, dass alle Angehörigen meiner Familie im Wasser sterben werden. Wenn man dran glauben will. Oh, ich dachte, es hätte was mit dem gehirnfressenden Fisch zu tun, der nachts aus dem See kommt, um Opfer zu finden. Gut, man sieht sich. Okay, Lucky Luke. Ach, Brass, du hast doch in der Klasse mit Lilly geredet und ich hab mich gefragt, ob... Hast du sie gefragt, ob sie mit dir gehen will? Was? Nein, ich bin zur Ausbildung hier. Keine Ablenkung. Ausgezeichnet. Tschüss. Tja, Milhouse, vielen Dank. Das war wieder was. Wie kann man das einsammeln? Mann! Sammelt mal Pfeilspitze. Ich hab's doch vorhin auch geschafft. Mal warten, bis das so hoch. Na, 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 na. Ah. Oder mit E? Nee. Nee, das geht dann. Sag mal.
Hanno, irgendwo muss doch Hilfe sein. Okay, jetzt haben wir schon mal eine Karte, wo wir die geistige Schatzkammer. Nö. Mano! Steuerung. Okay. Benutzen mit F. Okay. Tschick. Ja. Mit F. Jetzt probieren wir das nochmal mit F. Das. Nee, es geht einfach nicht. Okay. Hilft nichts. Wir gehen mal weiter. Das jetzt gemacht? Ah, okay, ein paar Mal drücken. Okay, gehen wir mal mit Pfeilspitzen noch mal einsammeln. Jetzt weiß ich, wie es geht. Haha. Tschuppchupp. Ist da noch was? Da werden wir vom Seemonster angegriffen, wenn wir zu nah ins Wasser gehen oder ins Wasser gehen. Ha? Hi. Hey, Mr. Crawler, kann ich mir ein Kanu nehmen? Mr. Bear, du wirst mich Admiral nennen, mein Sohn. Und nein, du kannst kein Schiff chartern. Nicht ohne Ruderträgerabzeichen. Okay. Gibt es bei Ihnen was einzusammeln? Oh. Oh. Schlage. Das ist das Lustigste, was ich je gesehen habe. Aber man kommt an der nicht vorbei, okay. Wie lustig. Jo, tschüss. Ich sehe besser aus wie ihr, so. Edge. Ich glaube, ins Wasser sollte ich nicht gehen. Ist da noch was einzusammeln? Ah ja, da. Okay. Aber den kann ich, den habe ich schlagen können. Cool. Da unten steht noch jemand. Gut, da komme ich noch nicht ran. Ich gehe jetzt erstmal wieder hoch. Warte mal, wo kann man die Aufgabe einsehen? Bei Optionen. Ne, Quatsch. So. Dinge, Saschas fortgeschrittenen Training absolvieren. Okay. Müssen wir bloß noch Sascha finden. Dö.
schon groß. Ein schönes Camp. Also mir gefällt's. Hier würde ich mich wohlfühlen. Also als... Also als Gast, nicht als Betreuer. Also, dass wir uns da richtig verstehen. Solche Feriencamps gibt es ja bloß eigentlich für Kinder und so. Gibt es auch für, gibt's auch sowas für Erwachsene? Hm. Keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin? Waren wir in dem Haus schon? Ich glaube noch nicht, oder? Kann ich das so hoch? Mal, ob wir in der richtigen Hütte sind. Ach, guckt euch das mal an. Lesen. Lesen. Ach, wie cool. Hey, warum hörst du auf? Oh, ich dachte, du hättest aufgehört. Hi. Entschuldigen Sie. Ich habe doch gesagt, die Burger sind nicht fertig. Nein, haben sie nicht. Die Kohle ist nicht heiß. Es dauert noch, bis sie fertig sind. Ungefähr eine Woche. Eine Woche? Sie sind schon bestellt. Ich arbeite allein hier. So was dauert halt. Ich will ja nicht mal einen Hamburger. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Also, was willst du dann? Das ist mein letzter Spinnweb-Entferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen mit, um dort aufzuräumen. Wir sind froh, die Spinnweben los zu sein. Und du kannst sie gegen Seekarten tauschen. Oh, okay, cool. Also das kann ich später bestimmt gut brauchen. Aber da brauche ich 800 Pfeilspitze und muss auf Stufe 20 sein. Damit kannst du die Farbe etlicher Psi-Kräfte verändern. Zum Beispiel die Farbe der Schwebekugel und so weiter. Nun ja, das ist etwas, das jeder junge Psi-Kadett braucht. Nun, die Wünsche-Rudi hilft dir, tief vergrabene Pfeilspitzen zu finden. Doch pass auf, du nimmst so einen Psi-Kern und setzt ihn mit 9 Psi-Karten zusammen. So erhältst du eine Psi-Aufstiegsmarkierung. Die ist Traumwatte. Ja, pass auf, du nimmst so einen Psi-Kern und setzt ihn Psi-Karten zusammen. So erhältst du eine Psi-Aufstiegsmarkierung. Ich glaube, das ist das, was man... Ich glaube, das ist, was wir brauchen. Was vorhin gesagt worden ist. Ich glaube, das kaufen wir mal. Okay, ich will euch mal nicht stören. Was ist das hier? Das Fernsehzimmer. Oh, was läuft denn in der Glotze? Aha. Schön. Cool. Ja. Ein schönes Ferienlager. Also, was kann man da jetzt machen? Psi-Camp bei Fort einlösen. Psi-Camp, was ist das? Gut. Also, das haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir halt gucken, wo müssen wir jetzt hin? Dass wir gerade kommen. Gehen wir einfach am Weg entlang.
frag mich, muss da, kann man da runterfallen? Und wo kommt man da dann hin? Hm. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ich möchte zum... Warte mal. Fahren wir sofort. In meinem Geheimversteck. Jetzt wissen wir, dass er ein Geheimagent ist. Ich hoffe, wir haben jetzt da nichts zu früh irgendwie. Huhu. Ach du Schande, was ist denn das? Das ist ja cool. Du hast es endlich geschafft. Es ist mir eine Ehre, Sie persönlich kennenzulernen. Ich dachte, ich hätte Sie in meinen Träumen erkannt, war mir aber nicht sicher. Jetzt, wo Sie vor mir stehen, habe ich aber keine Zweifel mehr. Sie sind Ford Crawler, der größte Führer, den die Psychonauten je hatten. Nun, du solltest nicht alles glauben, was Sie in wahre psychische Sagen schreiben. Was machen Sie hier? Ich habe Sie Blätterhaken gesehen. War das eine Verkleidung? Welchen Auftrag haben Sie denn hier unten? Ich habe Sie Blätterhaken sehen. War das eine Verkleidung? Ja, nun, ich habe viele Verkleidungen. So kann ich euch kleine Racker immer im Auge behalten. Wenn ich getarnt bin, tue ich vielleicht so, als würde ich dich nicht kennen. Dann musst du mitspielen, ja? Alles klar. Ihre Geheimidentität ist bei mir sicher. Hier beim Flüsterfelsen. Das Ausbildungslager wurde direkt auf dem größten bekannten Psitanium-Vorkommen errichtet. Das Psitanium liegt unter dem ganzen Tal. Das macht die Gegend für Psychonauten äußerst wichtig. Und ich pass hier auf. Auch darauf, dass ihr kleinen Löffelbieger euch nicht gegenseitig umbringt. Was ist Psitanium? Psitanium ist ein sehr seltenes psychoreaktives Mineral, das vor Jahrhunderten mit einem Meteoriten hierher kam. Es reagiert auf übersinnliche Energie. Es verstärkt und konzentriert sie. Es verstärkt übersinnliche Kräfte. Macht aber auch geistig Verwirrte noch verwirrter. Der Großteil der Menschheit kann mit so viel Gehirnaktivität nicht umgehen. Die meisten schnappen dann ganz einfach über. Deshalb hat das Tal auch eine interessante Geschichte. Das ist ja cool. Und welchen Auftrag haben Sie hier unten? Von hier unten überwache ich, was in der Welt vorgeht. Übersinnlicher Terrorismus, Unruhen in der Astralebene. Und dann fliegen Sie los, um die Welt zu retten. Sie haben doch sicher ein geheimes Düsenflugzeug. Inzwischen schicke ich lieber jüngere Agenten zum Einsatz. Wenn es Ärger gibt, wie Miller oder Sascha. Eines Tages vielleicht auch dich. Wofür sind all diese Geräte? Hier oben ist die Nachrichtenzentrale. Den Gang hinunter ist der Beobachtungsraum. Momentan findet dort kein Test statt. Vielleicht später. Und unten sind Spezialmaschinen, die Psi-Aufstiegsmarkierungen zusammensetzen und geistige Spinnweben entwirren. Du solltest dich mit den Maschinen vertraut machen. Die sind oft recht praktisch. Ich sollte gehen. Habe noch viel zu tun. Viel Glück, Rasputin. Wow. Ich kann's brauchen. Keine Sorge, ich begleite dich in deinem Kopf. In meinem Kopf? Ja, ich möchte dich im Auge behalten, Junge. Ich werde als blinder Passagier in deinem Kopf mitreisen. Wenn ich für dich erscheinen soll, dann setzt du dieses Spezialgehalt ein. Ist das ein Stück Speck? Oh, ja, klar. Ich liebe Speck. Wenn ich das Zeug rieche, lasse ich alles fallen und komme angelaufen. Okay. Haben Sie einen kleinen Beutel oder so, wo ich das reintun kann? Nun mach lieber, oder ich esse den Speck sofort. Wow. Das ist ja cool. Psychoaktives Mineral. Bei Ghostbusters 2 ging es um ein psychoaktives Material. Müssen wir da wieder rein? Sag mal. Jetzt. Wohin soll ich Sie bringen, Agent Crawler?
ich mich dann einmal um. Setz mich bei der Haupthütte ab. Wir müssen ja noch zu diesem Sascha. Bei Ghostbusters 2 ging es ja um ein psychoaktives Substanz, dieser pinke oder dieser rosa Schleim. Interessant. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo man noch hin müsse. Also, ich weiß schon, was man machen müsse. Aber, muss man mit denen nochmal reden. Ja, okay. Das Spiel wusste, hier ein Anfänger, das Spiel wusste, wo, das war, wo mir suchen sollte. Okay, müsste da, echt am See? Ach du Schande. Okay. Oder? Ja, da ist das grüne Dingens. Da müssen wir hin. Nee, da ist doch der See. Was ist denn das? Also wir müssen den Weg da entlang. Okay. Was ist denn da eigentlich? Auch Hütte. Oder war das da, wo wir schon waren? Ja, das ist da, wo wir schon waren, bis der Hintereingang. Okay. Also müssen wir den Weg. Oder? Ja. Da habe ich so ein paar Pfeilspitze. Nö. Hä, aber da ist doch der Parkplatz. Den anderen Weg nehmen. Denn da? Oh Mann, ich habe Orientierung. Das gibt's nicht. Bin ich jetzt richtig? Ja, scheinbar. Was sammeln. Juhu. Da guckt immer noch in eine Hütte rein, wo niemand drin ist. Ist das derselbe? Nee. Wenn du auf den Trampolin springst, bekommt dein Sprung mehr Kraft. Oh. Oh, müssen wir da dran? Okay,
ich das so. Nö, das bringt nichts. Kann man da hochklettern? Aha, da ist ja was. Jetzt gucken wir mal, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, wir müssen. Wir gucken in die Richtung, wo wir hin müssen. Och nee, müssen wir da? Oder kann man einfach da? Oh, sagt man ja, dass wir irgendwie so Trapez-Scheiß-Dings machen müssen. Geht da ein normaler Weg hoch? Anscheinend. Nee, jetzt gehe ich in die... Hä? Wo muss ich hin? Shit. Bei dem Typ waren wir ja schon. Ja. Müssen wir in die Richtung? Ja. Wir müssen in die Richtung. Oh, wie kommen wir da hin? Hä? Ach, war doch nicht nochmal irgendwas, wo es hieß, in den finsteren Wald oder so? Nee, da geht's nicht weiter. Da gibt's noch einen Zugang. Da? Ich habe gedacht, man kann da irgendwie, okay, da so rum. Tut mir leid, dass ich so auf die Karte nehmen muss, aber ihr glaubt gar nicht, wo ich mich schon überall verlaufen habe. Na. Tschu. Ja, wir müssen doch dahin. Am Boot. Am Bootsteg. Ajo. Nee, finsterer Wald, oder? GP. Ja. Also Wildnis. Da hätte ich gleich hin. Naja, egal. Halt, andere Richtung. Hey, du bist der Neue, wenn ich mich nicht irre. Yeah. Nun, ich bin jetzt bereits in der fortgeschrittenen Ausbildung, wie ihr wissen müsstet. Vielleicht solltet ihr mal langsam damit aufhören, mich der Neue zu nennen. Moment mal. Du machst doch nicht etwa die fortgeschrittene Ausbildung bei Sascha Nall in seinem geheimen unterirdischen Labor. Dem Labor unten hinter den eisernen Mauern der GPK, wo niemand da Geschrei hört? Doch, genau da. Heilig Splechler. Also der Cowboy ist ein kommt aus dem Schwoberländler. Was ist jetzt? Nein, das muss was anderes gewesen sein.
Glotzen gesehen. Lauer. Glotzen. Ich kenne nur ein Wesen, auf das diese Beschreibung passt. Es versteckt sich an dunklen Orten und beobachtet kleine, ahnungslose, unschuldige Kinder von weitem. Echt? Welches? Du Baumhocker! Was war denn das jetzt für eine Zwischensequenz? Okay, wir müssen dahin. Ed führt keinen Weg dran vorbei. So, was zum Einsammeln? Oh, eine Krähenfeder, cool. Ist noch was zum Einbauen. Wir müssen doch da oben rein, oder? Oder ist das hier der Eingang? Nee, das ist nicht der Eingang. Das, da geht es wieder woanders hin. Da muss der Schütter hin. Okay. Noch was. Wie viel haben wir jetzt? 30. Ach, wie romantisch. Ui, was sind das für Hieten? Hi. Wahrscheinlich irgendwelche Werkzeuge oder sowas. Hui. Danke. Gibt's da noch mehr? Kann man da noch weiter hoch? Aha. Das sieht nach Spaß aus. Das ist Arbeit. Ich teste einen Orbitalgleiter-Prototyp. Direkt vom Geheimlabor. Aha. So, genügend Psi-Karten, um sich eine neue Aufstiegsmarkierung. Kauf einfach einen Psi-Kern und verwende die spezielle Laborausrüstung von Krohler um. Ah, die Laborausrüstung. Okay. Aber ich glaube, jetzt gehen wir erstmal zu dem Typ da. Puh. Da weint jemand. Ach du Schreck, bin ich jetzt verschrocken.
Ja, ich ruf die Polizei vielleicht. Ah, da drin. Okay. Wie kommt man da rein? Gar nicht, ne? Aber ich bin doch jetzt richtig. Ja. Bin nicht genau richtig. Aber wie komme ich da rein? Aha. Zum Einsammeln, oder? Ja, aber wie kommt man da hoch? Was zum Klettern? Ja! Cool! Also Höhenangst haben wir schon mal keine. Das ist gut. Muss man da vielleicht selber rein oder so? Nee. Okay, wir sind hier. Was muss man jetzt machen? Ich habe den befreit. Die, wo man aufgemacht hat, ja. Nee. Ja, puh.
dann gehen wir halt mal wieder. Okay, nichts Wichtiges anscheinend. Oh. Na. Okay, schon verstanden. Hallo? Will doch bloß das Zeugs da. Wie komme ich da dran? Gut, das habe ich schon mal. Danke. Ach du Schreck. Nein! Shit, ich hab gedacht, der ist eingesperrt oder sowas. Oh je, nichts wie weg. Nichts wie weg. Okay, wo war jetzt denn mal das Dingens, wo man da sein noch rein kann? So, da. Jetzt funktioniert's plötzlich. Boah, 62 Pfeilspitze. Sehr schön, wir sind reich. Hä? Ach, ich hab gedacht, da wäre was. Ach, das ist jetzt die andere Seite. Ah, und da war der Bär, wo ich gedacht habe, der ist eingesperrt oder so. Was ist denn das? Jetzt da nicht irgendwie um die Ecke? Nein.
Okay. Müssen wir da rein. Bootshüter und Strand. Wo müsste man? Wir müssen doch zu dem Typ da hier. Wir müssen zu dem Typ hier, aber wie soll man, da ist doch gar nichts mehr. Definitiv noch dahin, weil da ist ja die, da ist ja die Markierung, aber hä? Dann müssen in die Kugel rein, ne? Aber wie gehen wir da rein? Wie kommt man da rein? Weil das ist, da ist das, da ist der Pfeil. Ja, dann müssen da rein. Aber wie kommt man da rein? Aha. Ja, jetzt sind wir da drin. Und jetzt? Also wir sind jetzt definitiv da, wo wir hin sollen. Es würde einer der Knöpfe fehlen. Ja, aber wo muss man da hin? Muss man doch zu der Bootshütte oder muss man noch irgendwas einsammeln? Hm. Mal die Richtung. Ist nichts mehr zum Einsammeln, das sieht da nichts. Gehen wir halt mal da lang. Okay, jetzt wissen wir auch, da gibt es einen Zugang. Bist du übersinnlich? Ich habe davon gelesen. Oh, ich könnte nie fischen. Wie entsetzlich. Normale Leute können grausam zu fischen sein, glaube ich. Aber ich nicht. Ich kann alles hören, was die kleinen Burschen denken. Fische denken? Woran denn? Na, normalerweise nicht viel. Aber heute sind sie aufgeregt. Sie haben vor irgendwas im Wasser Angst. Ich auch. Seit ich weiß, dass es dort überdrehte denkende Fische gibt. Da ist etwas Großes und Furchtbares drin, Raz. Vielleicht sind die alten Legenden ja wahr.
Okay. Ich kann dich kaum hören. Haben müssen wir aber immer noch nicht. Oh. Wo man den Knopf herkriegt, wo man irgendwie da dann weiterkommt. Bringt gar nichts. Das ist so lustig, dass ich komme. Verzeihung, Admiral. Hm? Wo bekomme ich ein Ruderträgerabzeichen? Ich möchte so gern Kanu fahren. Du musst es von einem der Lehrer im Lager erhalten. Ich kann nicht so einfach jeden in die Flotte aufnehmen. Mhm. Okay. So, jetzt haben wir ein paar Baustellen. Wir können dann dieses Ruderabzeichen machen. Wir brauchen aber auch irgendwas, um in Saschas Labor wieder reinzukommen. Oh, was ist denn und verwende die spezielle Laborausrüstung von Fort Kroller, um aus dem Kern und Karten eine neue Aufstiegsmarkierung. Okay. Da muss ich wieder ins Labor. Muss ich da ins Labor und. Hm. Ah, da ist noch was. Die respawnen immer wieder, das ist gut. Ist auf der Seite noch was? Ja. Na. Kann man da auch hochklettern? Ja. Aber es wird nichts bringen, ne? Führt ins Nirgendwo. Okay. Also ich versuche es nochmal da, vielleicht kommt ja noch irgendwo was. Nee, die andere Richtung. Oh, immer wenn irgendwo Wasser ist, denke ich, da kommt gleich was raus. Also da muss man definitiv hin, weil da ist das Kreuz, aber da hat gesagt, da wird irgendwas fehlen. Die Frage ist halt, wo findet man das? Dann kann man den Bootsführerschein machen bei einem der Lehrer. Versuch's jetzt noch einmal. Vielleicht steht da dann noch einmal was. Ich habe mir das gesehen, wie er durch ein Loch in die Mädchenhöhle geguckt hat. Ich verstecke mich. Was ist das? Oh, nee. Und das sind das doch in meinem Herzen. Oh! Der Knopf von Sascha. Aber Moment, Sascha ist doch der Typ, zu dem wo wir müssen. Ich spiele hier, aber ich habe
Der Knopf von Sascha gehört dahin. Ja, aber wo ist Sascha? Hilft nichts, gehen wir mal wieder zurück. Müssen wir halt suchen. Na, apropos suchen, wo ist der Ausgang? Da. Oh, wir haben gleich 100. Sehr cool. Was kann man mit den Tieren eigentlich machen? Kann man mit den AI irgendwas machen? Oh, was ist denn da? Da geht's auch nochmal irgendwo hin. Nein, 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 nein. Hä, wo sind wir jetzt hier? Waren wir hier schon mal? Nee, da waren wir noch gar nicht. Ah, da ist das Lagerfeuer. Okay. Ist das ein geheimes Labor? Ach du Schande, das sind Bienen, das sind... Nein! Oh. Oh, okay. So, da ist der Bär. Ach, ich hab gemeint, ich komme hier irgendwie weiter. Ah, jetzt haben wir wieder Leben. Dings. Jo, ich demoliere dem jetzt hier mal alles. Was willst du, hä? Hau ab. Lass mich in Ruhe. Den kann man gar nicht besiegen, oder? Kann man den... Kann man gegen den kämpfen? Muss man an dem irgendwie vorbeikommen? Nee, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Okay. Und wir haben, ui, 102. Vorhin hat es noch 99 angezeigt.
So, ich glaube, jetzt kommen wir wieder zum zentralen Lager. Vielleicht ist ja Sascha da oben bei dem Colonel oder was das ist, schon die ganze Zeit. Oh, ein Stein. Oh! Wir können die Dinger verschieben. Okay. Okay, okay. So, sollen wir jetzt erst in das Labor gehen? Oh, wir gehen mal ins Labor. Wohin soll ich Sie bringen, Agent Crawler? Fahren wir sofort. Meinem Geheimversteck. Ja, nobler Psychomeister. Hier kann man bestimmt irgendwas machen. Oder kann man bloß mit dem da reden und... Komm mal da. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Na, scheiße. Mann! Bevor du dich unter Strom setzt, erkläre ich dir mal, wie die Dinger funktionieren. Dieses Prachtstück ist ein geistiger Spinnwebenfilter. Oh, ich weiß, was das ist. Geistige Spinnweben sind... Wenn du einen Bereich deines Geistes zu lange vernachlässigst, entstehen geistige Spinnweben. Oben im Lager verkaufen sie ein Gerät, das als geistiger Spinnwebenfilter bezeichnet wird. Du kannst eine Projektion des Geräts in die geistige Welt mitnehmen und dort damit Spinnweben entfernen. Der Spinnwebentferner speichert die psychische Energie in der realen Welt. Du kannst also das, was du sammelst, hierher bringen, in den Webstuhl einspannen und aus dem verfilzten Zeug etwas Nützliches machen. Oder eine Karte von einer Psi-Aufstiegsmarkierung. Damit kommen wir zu dem Gerät da drüben. Du steckst einfach 9 Psi-Karten zusammen mit einem Psi-Kern in das Ding. Psi-Kerne sind doch im Laden günstig zu haben. Und schon spuckt es eine fertige Psi-Aufstiegsmarkierung aus, mit der du eine Stufe höher gelangst. Wenn du genügend Stufen steigst, erhältst du neue Psi-Kräfte. Kapiert? Ja, geistige Spinnweben kommen da rein. Und meine Psi-Karten und Kerne hier rein. Und dann okay. Kann ich bald Sachen ankokeln. Ja, so ungefähr. Viel Spaß. Da haben wir ja danach gesucht, also... Cool, was haben wir jetzt im Inventar? Nee. Okay, 20 Grad haben wir. Gut. Aber wie komme ich jetzt wieder? Wie komme ich jetzt wieder hoch? Hallo? Nee, muss ich jetzt da wirklich... Oh Mann, ich hasse das. Hätte das nicht so ganz normal sein können. Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich muss jetzt das wieder... Hä? Nee, oder?
Uff, geschafft. Gut. Wo geht's denn da eigentlich hin? Kommt man da irgendwo hin? Kann man da rüberspringen? Ah, ich probiere es aus. Oh, tatsächlich. Huhu. Wo sind wir da jetzt? Oh. Ach, wie cool. Dürfen wir da überhaupt sein? Wow. Sieht ziemlich geheim aus. Und ziemlich cool. Aber es wird nichts erklärt, ne? Nichts gesagt. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Nein, oder? Ach. Ach, Leute. So, gehen wir mal wieder zu den. Bring mich zu den Wohnhütten der Kinder. Ja. Ah, interessant, da ist also auch der Zugang jetzt. Jetzt gucken wir mal, ob da. Sascha jetzt steckt. Hi, mein Freund. Ah, das Gitter ist jetzt. Nee, das ist nochmal was anderes da. Oh, hey. Endboss. Was wird denn wohl in dem Spiel ein Endboss sein? Es gibt, ist irgendwo schon was von einem Bösewicht erklärt worden oder so? Eigentlich noch nicht. Was sind diese anderen Bullies da? Sind das die Endbosse? Hm. Nee, hier ist niemand mehr. Coach, draußen im Wald, da habe ich... Was? Eingreiftruppe aufstellen, sofort! Ich habe eine UPE entdeckt! Eine UPE? Ja! Eine unregistrierte paranormale Einheit. Eventuell aquatischer Natur. Der Bär? Ich weiß, was eine UPE ist. Ich frage mich nur, woher du das weißt! Wahre übersinnliche Sagen. Ausgabe 424, Sir. Wo Sascha Nein mit dem hellseherischen Grizzly kämpft. Ach, Comic-Bücher! Das Ding war echt und groß und es stand zum Himmel! Spar dir dein Anglerlatein fürs Bootshaus! So, und jetzt wegtreten! Och, ja super. Ich hab gedacht, jetzt kommen wir da irgendwie weiter. Hey, haben Sie es schon gehört, Coach? Ich bekomme von Sascha Nein eine fortgeschrittene Ausbildung. Hey, hey, halt dich von diesem Eierkopf fern! Verstanden? Eierkopf? Bitte um Erlaubnis frei zu sprechen, Sir. Verweigert! Hör mal, diese Wissenschaftler wissen nicht, was es wirklich bedeutet, ein Psychonaut zu sein. Man muss im Einsatz stehen und sich nicht in einem unterirdischen Labor verschanzen. Was ist unterirdisch? Aha! Denk nicht mal dran, dein Gehirnmixer wird dir dein Gehirn pürieren. Aber ich brauch es intakt. Ich meine, du brauchst das Gehirn. Und jetzt, wegtreten, Soldat! Ich muss
muss über wichtige Dinge nachdenken, wichtige Pläne schmieden. Aha, also unterirdisch, das ist dann wahrscheinlich da, wo der Bär rauskomme ist. Anders kann ich mir es jetzt nicht erklären. Wie kommt man da aufs Dach hoch? Da oben ist ja auch nochmal was. Da oben ist auch nochmal was. Anders kann ich mir es nicht erklären. Ja, da ist noch was. Aber wie kommt man da hin? In diesem komischen Trampolin. Ich glaube aber, der Bär, den haben wir jetzt rausgelockt irgendwie oder so. Und dann... Na? Kann man da irgendwie... Kann man da hochklettern? Vorhin irgendwie anders statt gestanden. Ah ne, das war das Trampolin. Auf das kommen wir doch hoch. Okay. Aha. Wer sagt's denn? Versuche dich an diesem Holzpaller zu hängen und zu schwingen, verwende. Okay. Ach, noch nö. Nö, oder? Aha! So, gibt's denn noch irgendwas? Gut, da drüben ist noch was. Da oben kommt man noch. Hä? Hat der jetzt so eine Ägyptenfigur? Da ist man. Hä? Was macht denn der? Rasputin, was machst du da? Da oben sind auch noch Netze. Kann man da nein? Du kannst über schlammige oder glatte Oberflächen nach unten rutschen. Schön. Ganz fest gefroren.
Okay, jetzt wissen wir, wo was für die Schnitzeljagd ist. Aber nein! Ah! Warum kann ich die Kamera jetzt nicht mehr drehen? Ach Mann! Geht's da vielleicht weiter runter? Nö. Wie komme ich da jetzt raus? Mein lieber Mann, das ist ein Abenteuer hier. Ist das nochmal der Tutorial? Ich weiß auch, wie Leitern funktionieren so. Ah, das ist das hier. Okay, cool. Ja, ich glaube, wir müssen in diese Höhle von dem Bär. Also da, wo der Bär ist, war oder whatever. Aber wo war das jetzt nochmal? So, jetzt erstmal so ein Psychokern. Also man muss, das ist schon ein bisschen aufwendig, die Kerne hier kaufen, aber Bauer kann man nur in seinem Labor, wenn man da runter geht und oh je, je, je. Hey, wo ist mein Hamburger? Ja, ich hab dir doch gesagt. Euer nur ein Scherz. Ich möchte was kaufen. Halt nicht so weit, Kleiner. Ich kann dich bitte warten, wenn du erreichen. Das ist mein letzter Spinnweb-Entferner. Man nimmt ihn in den Verstand anderer Personen mit, um dort aufzurollen. Damit kannst du. Ah, das ist einfach nun die. Fünf, pass auf. Du nimmst so einen Psi-Kern und setzt ihn ich mit dem Psi. Ausgezeichnet. Was kann ich sonst noch für dich tun? Traumwatte. Wirklich köstlich, nahrhaft und billig. Jedes Stück randvoll von konzentrierter geistiger Gesundheit. Du solltest immer eine Handvoll von dem Zeug dabei haben. Ich nehme es. Ausgezeichnet. Man kann Traumwatte jederzeit benutzen, um die geistige Gesundheit vollständig aufzufüllen. Wenn die geistige Gesundheit auf null reduziert wird, wird die Traumwatte automatisch aktiviert. Ach, sehr schön. Was kann ich sonst noch für dich tun? Das wäre dann alles. Traumwatte. Sammle mehr Pfeilspitzen und komm dann wieder. Unterstütze den Ach, wie schön. So. Tja, Leute. Dann müssen wir mal jetzt im Sascha sein. Unterschlupf noch wieder. Wo waren das jetzt noch mal? Ich hab's vergessen. Das ist diese Bootshütte-Dings. Da müssen wir nicht hin. Gebe irgendwie. Ne, wollte ich jetzt nicht hin. Danke. Ich wollte gerade auf der Karte gucken. Wir müssen dahin. Also jetzt nach links. Okay. Den Coach hat es gar nicht interessiert, dass da ein Bär oder ein psychoaktiver Bär oder was das sein soll, unterwegs ist. Das war doch da, oder?
Oh je. Oh, Scheiße. Nein, nein. Er ist noch da, er ist noch da, er ist noch... Was ist denn das? Eier? Und das? Locker, glaube ich, haben wir noch feiner rausgelockt. Dann war er draußen. Wie wir mit dem Ding ins Gerede haben. Ne, ich will doch da hoch. Ja. Schafft so jederzeit was. Wobei man muss dazu sagen, das ist ja kein das ist ja kein Horrorspiel, ne? Also es ist ja eher so ein Rätselspiel mit so gruselig gemeinte Elemente. Was irgendwie um Psychologie geht. Ja, Psychologie kann auch. Mit den Vögeln was machen oder nicht? So, da auch was noch. Ah, da tanzt da noch eine Karte. Jetzt holen wir uns erst mal die. Da komme ich noch nicht dran. Aha. Tschüss. Eieiei, die Sitze vielleicht versteckelt die Karte zum Teil und an Plätz. Ich spring natürlich drüber, das ist ja klar. Ach, ach komm. Ja, soweit waren wir schon mal. Ah, na komm. Aha, es geht doch. Thank you.
ist halt die Frage, kommt man dann rüber oder nicht? Aufstieg. Cool. Was, hier gibt's sonst nichts? Oh. Okay. Nee. Okay, jetzt gucken wir uns mal die... Das gucken wir uns unser anderes Mal an. Das ist irgendwie... scheint eigentlich bloß was zum Einsammeln und Looten zu sein. Jetzt ist die Frage, ist der Bär noch da oder haben wir den rausgelockt? Hm. Der ist noch da, oder? Ah, der ist noch da. Jetzt ist die Frage, wie kann man den rauslocken? Mit einer Biene. Okay, deswegen kann man hier Lebensenergie looten, weil man irgendwas mit dem Bär machen muss. Und mit einer Biene irgendwie. Da muss man mit dem Bär was machen, weil man da nämlich dann Lebensenergie looten kann. Okay, Und irgendwas mit den Bienen muss man bestimmt machen. Geht's denn noch weiter hoch? Nee. Oder? Nee. Aber, da ist doch die Dings. Ja. So, hier habe ich ja eine gute Aussicht. Jetzt. Sind noch keine. Hier sind noch keine. Biene. Ach, das ist die Lagerfeuerstelle wieder hier. Okay. So, muss man da jetzt in den sauren Apfel beißen und muss den jetzt einfach da rauslocken? Ich glaube schon, ne? Okay. Speichern wir mal an der Stelle. So. Okay. Dann. Na komm.
Komm doch raus. Komm doch raus. Wenn die Drausch. Wir haben ihn erledigt? Ach cool. Ich habe gedacht, den kann man vielleicht gar nicht erledigen. Nice. Sollen wir vielleicht erstmal die Lebensenergie wieder aufladen? Oh, da kommt der immer wieder dann. Gut, ich glaube, wir haben es. Na, komm noch her. Hey! Na, egal. Ich glaube, wir haben genug. Cool, wir können den... Ich habe gedacht, es geht vielleicht gar nicht. Ah, ja. Den du jetzt nochmal Brille hören? Oder sind noch mehr? Och, sind da vielleicht mehrere? Ach, cool. Aber nix mit Labor. Ach, scheiße. Ich wollte doch zu dem Ei. Ja, toll. Komme ich jetzt da hin? Ich habe gedacht, der Bär bewacht jetzt dort das Labor. Ach Mann. Das ist ja mal lustig. Aber es geht hier bloß um Eier. Ach Mann. Komm mal über die Baumstämme. Ach komm. Jetzt ist halt immer noch die Frage, wo muss ich hin? Kann der mir da jetzt weiterhelfen? Vater? Hey, Mr. Crawler. Wissen Sie, wo das Labor von Sascha Nein ist? Was? Das geheime unterirdische Labor? Ich kenne kein geheimes unterirdisches Labor. Das ist nur Gerede. Jetzt verschwindet sie scharf. Hör auf, meinen Mob anzustarren. Unter der was? Wo haben Sie? Unter der GPK. Vielleicht sollte ich mal deine Ohren auswischen.
Unter der... Ah, okay. Dann gehen wir da mal hin. Ah, die Schilder können wir lesen, wunderbar. Also unter der Dings. Unter der GG. Jetzt habe ich Angst gehabt, man müsste zum Coach wieder zurück. Oh. Müssen wir vielleicht da rein, aber hä, aber du hast doch zu. Kann man überhaupt ins Wasser? Ja. Muss man da ins Wasser und dann... Wahrscheinlich. Da ist auch noch was. Alter, das Spiel ist voller Überraschungen. Da waren wir ja schon. Da waren wir ja schon mal. Da waren wir schon mal. Jetzt weiß ich es wieder. Wie kommt man da rein? Definitiv jetzt da rein. Aber wie kommt man da? Ah, wir müssen den Bootsführerschein irgendwie machen und dann übers Wasser auf der, von der anderen Seite. Oder? Aber wie kann man den Bootsführerschein machen? Das Bootsabzeichen? Ach ja, ich glaube, dass das, ich glaube, dass das der Weg ist. Ich verliere kein Wort darüber, dass man einen Bär getötet habe, der wohl da drin war. Da ist noch ein Bär.
wann brennt denn du das Feuer jetzt? Warum ist da noch ein Bär? Gibt's da mehrere? Da kann man den gar nicht töten und... Oh Gott. Und der taucht immer wieder auf. Nee, das ist ja der Ausgang. Warum kommt man da nicht rein? Aha. Höflich anklopfen. Ich mach die Mülleimer einfach kaputt. Hässliches Auto, hab ich ja noch nie gesehen. Okay. Ich denke, dass das später alles dann Dings gibt, wo man Lebensenergie looten kann, ne? Oder? Bestimmt. Steht auf dem Schild. Zu den Kindern. Okay. Das ist sehr. Da geht's bestimmt ins Labor dann wieder, wo man Dings machen kann. Ob das wollen wir jetzt nicht. Ich will es noch rausfinden, wo man den das Bootsabzeichen machen kann. Es ist auch interessant. Wir haben vorhin diesen Bär besiegen können, aber die zwei Bullies da nicht. Wo rennt denn der hin? Hallo? Hey Ronan, was geht ab? Ich jage die gefährlichste Beute der ganzen Welt. Menschen. Schon Glück gehabt bei der Suche? Nein, noch nicht. Schon Glück gehabt bei der Suche? Nein, noch nicht. Coach Oleanders Unterricht. Kann man dem sagen, dass der Bär jetzt und dass es dann irgendwie weitergeht? Tja. Okay. Oder einfach runterspringen. Ja. Jetzt können wir höchstens nochmal zu dem Bootshaus gehen.
See zu fahren. Jawohl, Sir, Admiral, Sir. Vielleicht kann man jetzt da irgendwie... Ich habe doch den Bär besiegt. Vielleicht kann ich ja die zwei Typen irgendwie besiegen. Verzeihung, Admiral? Hm? Wo bekomme ich ein Ruderträgerabzeichen? Ich möchte so gern Kanu fahren. Du musst es von einem der Lehrer im Lager erhalten. Ich kann nicht so einfach jeden in die Flotte aufnehmen. Ich will die zwei doch nochmal schlagen. Na, kann man mit dem Fisch was machen? Nee, das bringt nichts. Oh nein, das tust du nicht! Ja. Kann man den in Netze vielleicht? Nee, das geht nicht. Also, die Lehrer im Lager, das runde Ding da unten. Kann man das Abo gucken? Ich bin überzeugt, das ist dann der Eingang zum Labor. Das Wasser geht nicht, weil da ist das Monster. Aber ja, die Abzeichen kriegt man. Von den Lehrern im Lager. Aber da ist doch niemand. Da ist bloß der Coach. Und der macht nichts. Jemand, wo aber immer wieder verschwindet. Tut mir leid, da war ein Fehler. Keine Sorge, wir fangen einfach nochmal da an, wo wir das Wies machen. Ja!
Okay. Ist es Absicht oder? Und jetzt? Oh. Kann man kaputt machen, cool. Hey, du willst doch nicht, oder? Du sollst doch nicht. Richtig, ah, da gibt es so eine Hilfe, was ich jetzt schon wissen. Das war so. Wir sind die beste Band, die es hier gab. Hey, das kann gut sein, Phoebe. Wir tun die ganze. Hallo? Sollte ganz ruhig, Phoebe. Du hast mir ja versprochen, keine Kinder mehr abzufackeln. Na gut. Ich weiß, wir sind geil. Spielen wir es nochmal. Ich glaube, das hat gar nichts zu bedeuten, oder? Nein. Dadurch wird der Empfang auch nicht besser. Oh, man kann umschalten. Nee. Okay. Irgendwie kommt man hier nicht weiter. Ich gehe mal zum Schlaflager oder zurück zum Ausgangspunkt. Sofern ich weiß, wo ich hin muss. Nee. Parkplatz. Ja, ich muss immer noch dahin. Dahin. Ich muss da. Ja, aber das ist viel zu weit weg. Das Gitter kaputt machen? Oder es gibt einen unterirdischen Fluss dahin. Und dazu muss man aber rudern, Ruderboot können. Aber wie landet man das? Wo landet man das? Warnung, hier geht's zur geodätischen Psychoisolationskammer. Eintritt strengstens verboten. Nee, doch einmal ein Tätester Ausgang. Zu den Kinderhütten. Hm. Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Ja, den Bär habe ich schon. Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Kannst du nicht ewig lauern, Bär? Hier entlang zum Oblongata-See. Ah, zu dem See kann man hier entlang. Okay. Aber das ist ein anderer See. Das ist da nochmal ein anderer Weg? Nee, das ist dasselbe. Ja, das ist die Wildnis und da, und ja. Gehen wir mal zu der Hütte zurück und ab. Und da machen wir dann erstmal eine Pause, also einen Cut.
Es ist ja jetzt eine ganze Menge passiert. Also mit rumlaufen und so, ja. Und suchen. Und ich versuche rauszufinden, wie. Weil ich glaube, man braucht den. Ich habe wirklich was übersehen. So. Legen wir uns schlafen. So. Okay. Machen wir nochmal speichern. Yep. So, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ist ja jetzt lang genug gewesen. Ich werde das auch uncut jetzt einfach hochladen. Das Spiel, das macht wirklich richtig Spaß. Es ist, der Style gefällt mir. Und ja, wir sehen uns dann im dritten Teil, wenn ich dann hoffentlich rausgefunden habe, wo Saschas Labor ist. Das war's. Bleibt neugierig, bleibt gesund, vor allem geistig gesund. Ja, nicht, dass ihr einen Psychonauten braucht. Und ja, bis bald. Tschüss.